Der Messenger-Dienst Telegram hat in den letzten Monaten seinen größten Boom. Allein im September gibt es weltweit über 17 Millionen Downloads. Auch in Deutschland ist die App gefragter denn je. Und das, obwohl Kritiker behaupten, der Messenger verbreite Verschwörungstheorien. Was macht Telegram trotzdem so attraktiv? Ich benutze Telegram schon seit vielen Jahren, aber aus so einem Grund, weil es dort sehr, sehr coole Sticker gibt, die es zu versenden gilt. Ich habe gehört, dass es anscheinend eine relativ sichere Kommunikationsmöglichkeit sein soll. Einfach weil man sich da sicherer fühlt. Ist die App tatsächlich besser und vor allem sicherer als andere Messenger-Dienste? Und was ist mit dem Vorwurf Verbreitung von Verschwörungstheorien? Wir treffen uns mit Daniel Laufer. Der Blogger und Journalist von netzpolitik.org beschäftigt sich seit der Einführung 2013 mit der App. Textnachrichten schreiben, Bilder und Videos verschicken. Das können Dutzende Messenger-Dienste. Was macht Telegram also momentan so beliebt? Ich glaube, es war einfach gute PR, würde ich mal sagen, indem sie selbst sich verkauft haben als besonders sicher. Aber stimmt das auch? Telegram wirbt damit, die sogenannte Ende-zu-Ende-Verschlüsselung in den Chats zu nutzen. Und die funktioniert so. Versendet man eine Nachricht, verschlüsselt die App diese mit einem Code aus Buchstaben und Zahlen. Da die Nachricht auf dem Server des Dienstanbieters landet, könnten Dritte den Inhalt mitlesen. Durch die Verschlüsselung ist das allerdings nicht möglich. Erst wenn die Textnachricht beim Empfänger ankommt, entschlüsselt sich der Code wieder und die Nachricht ist lesbar. Diese Art der sicheren Nachrichtenübertragung nutzen aber eigentlich alle Messenger-Dienste. Doch bei Telegram gibt es einen großen Haken. Bei Telegram ist es so, dass sie standardgemäß ausgeschaltet ist. Man kann bei Telegram diese Funktion einschalten, wenn man möchte. Man muss dann im Menü nach dem geheimen Chat suchen und kann dann über den geheimen Chat tatsächlich auch Ende zu Ende verschlüsselt über Telegram chatten. Das Problem, die meisten Nutzer der App wissen das nicht. Und in Gruppenchats ist diese Funktion gar nicht verfügbar. In Sachen Datenschutz ist Telegram also nicht sicherer als die Konkurrenz. Im Gegenteil. Womit punktet der Dienst aber dann? Eine Funktion, die Telegram besonders attraktiv macht, ist, dass man Daten bis zu 2 GB versenden kann. Bei WhatsApp ist schon bei 100 MB Schluss. Nächster Anreiz: riesige Gruppenchats. Während die Teilnehmerzahl solcher Gruppen beim Platzhirsch WhatsApp auf 256 Nutzer begrenzt ist, können es bei Telegram bis zu 200.000 Leute sein. Also wir reden hier nicht mehr über Gruppen in Form von vielleicht Familiengruppen oder der Gruppe im Fußballverein, wo man sich austauscht im kleinen Kreis, sondern wir reden durchaus von einer Plattform, die dieses Gruppenmodell auch so umgebaut hat, dass es im großen Stil funktioniert und eine ganze Community letztendlich auch ermöglicht, die sich da bilden kann. Und damit in diesen riesigen Gruppen kein absolutes Nachrichtenchaos herrscht, hat Telegram noch eine weitere Funktion, die kein anderer Messenger hat. Sogenannte Kanäle. Doch genau die machen die App so gefährlich. Denn hier können nur die Ersteller des Kanals Nachrichten posten und damit ihre Meinungen und Ansichten an die Mitglieder ungefiltert weitergeben. Mittlerweile nutzen immer mehr Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens die Kanäle, um eigene Netzwerke zu bilden. Mit verheerenden Folgen. Ich glaube auch, dass diese Entwicklung, die man bei Telegram seit ein paar Monaten vor allen Dingen sieht, mit diesen Gruppen, die schnell anwachsen, mit diesen Kanälen, die wahnsinnig viele AbonnentInnen haben, eben mit Desinformation und Verschwörungsmythen, vor allen Dingen zur Corona-Pandemie, eine große Gefahr sind für die Gesellschaft. Von Impfkritikern über Extremisten bis zu Anhängern der sogenannten Neuen Weltordnung. In den Telegram-Kanälen tummeln sich sämtliche Gruppen und organisieren hier sogar ihre Demos. Neben den riesigen Gruppenchats und Kanälen betreiben auch immer mehr Menschen kleine Shops über ihren Telegram-Account. Eigentlich ein positives Feature. Aber leider gibt es auch hier wieder eine Kehrseite. Dann gibt es eben auch irgendwelche Kanäle, die wurden von irgendjemandem erstellt, der sich Mühe gibt, seine Identität zu verschleiern und darüber jetzt für vielleicht Drogen oder andere illegale Dinge anbietet.
Die Polizei verfolgt den Handel mit Drogen, Raubkopien und Waffen schon seit 2016 auf der Plattform. Da viele Angebote in riesigen Gruppenchats stattfinden, die nicht verschlüsselt sind, kann die Polizei mitlesen. Mittlerweile hat sie schon über 50 Verfahren eingeleitet. Bei den riesigen Nutzerzahlen und Funktionen, die die App bietet, stellt sich die Frage, wer steckt dahinter und wie verdient Telegram eigentlich Geld? Telegram an sich ist kostenlos und das ist eigentlich ein sehr interessanter Punkt, weil natürlich, das kostet ja Geld, diese Server, diese Infrastruktur zu betreiben in den Ausmaßen, wie die das machen. Und so gesehen gibt es jetzt kein explizites Geschäftsmodell und eben auch keine vernünftige Antwort darauf, wie Telegram sein Geld verdient. Gegründet wird Telegram 2013 von Pavel Durov. Der 35-Jährige ist eine Art russischer Mark Zuckerberg. Schon 2006 gründet Durov die Plattform V-Kontakte, quasi das Facebook Russlands. 83% aller Russen nutzen die Plattform. Sein Vermögen schätzen Experten auf über 2,8 Milliarden Euro. Doch wie tickt er? Was hat er mit Telegram vor? Durov bezeichnet Staaten als Monster, die dem Einzelnen seine Freiheit rauben. Er will nur bei Urheberrechtsverletzungen, Terror und Kinderpornografie mit Behörden zusammenarbeiten. Deshalb bietet Telegram den Nutzern die Möglichkeit, ihre Meinung ohne Einschränkungen und Kontrolle zu äußern. Durov und sein Team haben ein komplexes System entwickelt, das eine Strafverfolgung und Regulierung der Plattform sehr schwer macht, verrät uns der Verbraucherschützer Hauke Moormann. Telegram hat auch eine sehr verstreute Datenspeicherungsstruktur. Das heißt, Daten und Schlüssel für die Verschlüsselung sind auf verschiedenen Servern weltweit gespeichert in verschiedenen Ländern. Deshalb braucht es mehrere Beschlüsse aus mehreren Ländern für Strafverfolgungsbehörden, dort auch ranzukommen an die Daten. Auch Durov selbst und sein Team halten sich eher im Verborgenen. Man weiß nicht, wo die Entwickler tatsächlich sitzen. Sie geben lediglich als Standort Dubai an. Doch die Adresse dieses Büros in Dubai sucht man vergeblich. Telegram soll angeblich auch schon Sitze in Singapur, London und sogar Berlin gehabt haben. Für einen großen Messenger-Dienstanbieter wirkt die gesamte Firmenpolitik sehr dubios. Wer deshalb in Sachen Sicherheit wirklich auf Nummer sicher gehen will, für den hat unser Experte einen Tipp. Eine Variante wäre der Signal Messenger, der von einer gemeinnützigen Organisation betrieben wird. Und das ist beispielsweise auch der Messenger, den Edward Snowden empfiehlt. Und der kostet auch nichts. Auch wenn Telegram für die Nutzer viele Vorteile bietet, ist es nicht die sicherste App zum Chatten und bietet viele Möglichkeiten des Missbrauchs. Es bleibt abzuwarten, ob es in Zukunft auch für Telegram Regelungen für die Kanäle und das Verbreiten von Falschnachrichten geben wird.